Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung mit Doc Weingart, gesund und munter. Die Sendung mit wertvollen Tipps für Ihre Gesundheit, für ein langes und ausgeglichenes Leben. Sie dürfen sich heute wieder freuen auf neues Spezialwissen aus der Medizin, auf viele wertvolle Tipps für Ihre Gesundheit im Alltag und auf unsere Bewegung, die Übungen, die der Doc uns vorstellt, um uns fit zu halten. Das Thema heute, wenn Müdigkeit das Leben lähmt. Was man bei diesem Problem tun kann und wie man sich verhält, wenn man selbst in diese Situation gerät, verrät uns unser Experte Dr. Johannes Weingart. Herzlich willkommen, Dr. Weingart. Hallo Ute, guten Tag, liebe Zuschauer. Wir haben für Sie einen kleinen Film über den Doc vorbereitet. Dr. Johannes Weingart ist Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin, spezielle Schmerztherapie, Sportmedizin und Osteopathie. Seit über einem Jahrzehnt arbeitet er an der Entwicklung von diagnostischen Verfahren und Therapien, die das biologische Alter und die Leistungsfähigkeit des Menschen betreffen. Das wurde zur Basis seiner Erfolge bei der Betreuung von namhaften Spitzensportlern, darunter Weltmeister und Olympiasieger, sowie Leistungsmenschen aus der Industrie. Zum Doc kommen Menschen, denen es an Energie fehlt oder die einfach auf einem hohen Energieniveau leben und gesund alt werden wollen. So gilt er als einer der Experten, die sich intensiv um den Dünndarm kümmern, dem Energieorgan Nummer 1 des Menschen, das 80% unseres Immunsystems beherbergt. Und weil bei Doc Weingart die Energieorgane so wichtig sind, hat er ein Ernährungskonzept entwickelt, das diese Organe unterstützt. Dazu gehören auch die Naturprodukte von Doc Weingart, die sich in seiner Arbeit erfolgreich bewährt haben. Sie helfen auf natürlicher Basis und nicht mit Chemie, die Leistungsfähigkeit langfristig zu steigern und auf diesem Niveau zu halten. Heute kommen wir zu einem Thema, das man immer häufiger hört. Müdigkeit, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, manchmal sogar bis zur Vereinsamung. Ist es wirklich ein zunehmendes Problem, Dr. Weingart? In der Tat, es ist ein sehr großes Problem. Und das Interessante ist, dass dieses Problem meistens seinen Anfang nimmt in einem bestimmten Organ, dem Organ, das verantwortlich ist für alle Bausteine, wo der Körper Energie draus produziert. Ein Organ quasi als Energiezentrale? Genau so ist es. Es ist ein Organ in unserem Körper verantwortlich dafür, dass wir voller Energie sind. Und das Problem ist, dass bei 80% der Menschen dieses Organ nicht perfekt funktioniert. Um welches Organ handelt es sich denn? Es handelt sich um den Dünndarm. Der Dünndarm ist ja das Organ, das den Speisebrei in einzelne Bestandteile zerlegen muss, damit wir das in unseren Körper aufnehmen und verteilen auf diese 80 Billionen Zellen, wo wir in unserem Körper haben. Und was passiert jetzt, wenn zum Beispiel wir nicht genug kauen, zu viel essen, schwer verdauliches Essen? Gut, das ist das klassische Problem. Für alles hat man Zeit, nur fürs Essen eben keine mehr. Und das nimmt der Dünndarm übel. Er wird langsam in seiner Leistungsfähigkeit weniger. Und wir stellen eigentlich nur fest, ein bisschen Blähungen, Füllegefühl, solche Dinge zuerst. Und dann verändert sich der Stuhl. Und nachdem das sehr langsam geht, schenken wir dem gar keine große Bedeutung. Das geht so einigermaßen vor sich hin. Und wenn man das mal erkannt hat, das Problem, was sollte man dann tun? Da gibt es im Grunde genommen nur eins. Das Organ leidet. Was können wir machen? Wir müssen dem Organ Erholungszeit geben. Erholung heißt für den Dünndarm, nach 15 Uhr nichts mehr essen, was schwer verdaulich ist. Also das wäre Rohkost, das wäre irgendwas Fettiges, Frittiertes. Das kann aber auch mal Vollkornkost sein, mit der ein geschwächter Dünndarm gar nicht mehr zurechtkommt. Dann wäre es ideal, wir würden abends ein Süppchen essen. Und für die Suppenkaspers, da würde man eben empfehlen, einfach eine leichte Kost. Und die perfekt kauen. Mir klingelt da was im Ohr. Ich habe bei Ihnen gelesen, 30 Mal kauen ist so die Empfehlung. Ich muss sagen, ich habe das probiert. Ja. Das ist schon eine Essensmeditation.
Ja. Also, ob das so alltagstauglich ist, weiß ich nicht. Also, wir können hier mal anfangen mit gut kauen. Ja, also, sagen wir, 30 wäre natürlich der Zielwert. Ja. Viele Oberexperten in dem Bereich, die sagen 50 Mal, aber ja, muss man halt auch aufpassen, dass man nicht einschläft bei dem Geschäft. Aber 30 Mal ist interessant, man sollte tatsächlich mal einfach anfangen, da mitzuzählen. Genau. Und der Dünndarm, der spürt es, der kriegt einen ganz anderen Speisebrei und das bedeutet dann innerhalb kurzer Zeit, also Wochen, spüren wir, dass es mit der Energie aufwärts geht. Und was kann man noch tun, um den Dünndarm zu entlasten? Das war im Grunde genommen die Aufgabenstellung, die wir uns gestellt haben. 80% der Menschen haben ein Problem. Und keiner geht eigentlich so richtig drauf ein. 80% der Menschen, wenn der Dünndarm nicht perfekt funktioniert, werden wahrscheinlich nicht perfekt versorgt. Also müssen wir denen was anbieten. Und da haben wir in jahrelanger Forschung eben ein Produkt entwickelt, wo spezielle, leicht verdauliche Eiweiße drin sind, unterschiedliche Kohlenhydrate, kurz-, mittel-, langkettige und dann natürlich sehr viele Vitamine. Gerade hier zum Beispiel, wenn ich die Trauben sehe, Traubenkernextrakt, 50 Mal wirksamer wie Vitamin E. Die Procyanidine und solche Stoffe haben wir da integriert mit Mineralien und Spurenelementen, sodass der Dünndarm mit Leichtigkeit hohe Energie aufnehmen kann. Dr. Weingart, sind Sie bitte mal so nett und stellen uns das Produkt etwas näher vor, das Doc Weingart Elementar. Das Doc Weingart Elementar ist ein reines Naturprodukt, das ohne Konservierungsmittel ist, entwickelt für Unterstützung Energiehaushalt plus Immunsystem. Die wichtigsten Eiweiße sind drin, Dünndarm verträglich, wesentliche Kohlenhydrate, Insulinstoffwechsel nicht stark irritierend, dann die 10 wichtigsten Vitamine und dann eben noch so Vitamin-Turbosubstanzen, zum Beispiel Procyanidine. Bitte was? Ja, Procyanidine, unaussprechliches Wort, die sind da drin. In diesen Traubenkernen. In den Kernen? Ja. Dann haben wir zusätzlich noch Mineralien. Wir haben zusätzlich noch Spurenelemente und viele Vitaminstoffe aus Aprikose, aus Acerola-Kirsche, aus rote Beete, aus Brennnesselkraut. Und die zusammen ergeben dann diese perfekte Mischung. Ich gebe Ihnen mal gerade ein Glas rüber und einen Orangensaft. Sie könnten das also vielleicht mal. Idealerweise mischen Sie das mit Ihrem Lieblingsfruchtsaft. In dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel Orangensaft. Da geben Sie so ein bisschen was ins Glas rein und dann noch einen Messlöffel von dem Pulver. Und das rühren Sie auf. Und für die Menschen, die jetzt ein Problem im Dünndarm haben, da würden wir anstatt Orangensaft empfehlen Heidelbeermuttersaft. Der hat eben noch spezielle Substanzen drin, die für den Dünndarm exzellent oder fast heilend wirken. So, jetzt können Sie es ja mal probieren. Sieht ja mal schon sehr gesund. Doc Weingart Elementar ist konzipiert, um Leistungslöcher auszugleichen für Menschen, die viel von sich verlangen und die eben mal wieder so richtig energiegeladen durchs Leben gehen wollen. Schmeckt sehr lecker, frisch, schmeckt gesund. Dr. Weingart, Sie sind ja ein ausgesprochener Bewegungsmensch und Sie möchten ja auch immer andere Menschen in Bewegung bringen. Sehr gerne. Viele von unseren Zuschauern bewegen sich ja täglich. Und ich denke es mir auch täglich mehr, weil die Menschen verstanden haben, Bewegung dynamisiert. Häufig machen sie es aber ohne Plan. Und das ist mein Anliegen. Wir möchten Übungen zeigen, wo wir über Training von bestimmten Muskeln bestimmte Organe stimulieren. Sie möchten den Körper trainieren, die Muskeln trainieren, um die inneren Organe zu heilen oder zu... Ja, zumindest mal zu stimulieren, damit sie besser funktionieren. Damit sie vielleicht dann, wenn sie sagen, ich habe jetzt in dem Organ ein Problem, damit die Selbstheilungskräfte angeregt werden. Und da würde ich sehr gerne eine Übung zeigen, wo wir die Bauchmuskeln trainieren, weil die Bauchmuskeln kommunizieren direkt mit dem Dünndarm. Kranker Dünndarm, schwache Bauchmuskeln. Und das sollten wir jetzt vielleicht mal üben. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer das dann täglich machen. Können bitte zwei vom Team mal dazukommen, dass wir gemeinsam üben können? So, also Kameraleute, jetzt wird ein bisschen bewegt. Wir setzen uns ganz vorne auf die Stuhlkante hin.
aufrecht, Kinn ein bisschen zurück, Mund machen wir auf, wir atmen über den Mund jetzt und dann nehmen wir das rechte Bein hoch. Das ist noch relativ einfach. Und jetzt gehen wir mit aufrechtem Oberkörper nach hinten. Also so. Und jetzt schön atmen. 10 Sekunden müssen wir das halten. Eine Hand kontrolliert den Muskeltonus am Bauch. Und da spüren wir richtig, bretthart muss das sein. Ganz ruhig aus- und einatmen. Okay, nach 10 Sekunden wieder vor. Aufrichten, wieder aufrecht sitzen, linkes Bein. Eine Hand bleibt wieder am Bauch, kontrolliert. Eine Hand am Bauch, kann man machen. Ja, und jetzt zurück. Wie weit soll man da zurückgehen? Je mehr man Power hat, je mehr kann man zurückgehen. Okay. Und aber dabei achten, keinen Rundrücken machen, sondern gerade bleiben. Okay, 10 Sekunden, schön aus- und einatmen ruhig. Und dann wieder vor. Und dann, wenn wir so ein paar Tage, paar Wochen geübt haben, die Übung für die Fortgeschrittenen, beide Beine. Mit beiden Beinen machen wir es. Eine Hand bleibt am Bauch, kontrolliert, ob da das schön anspannt. Und jetzt gehen wir zurück. Ja, das macht dann richtig Spaß. Und die Ute, die kann das besonders gut. Die geht dann mit den Beinen schon richtig an. Das strengt richtig an. Das machen sie so ab 2., 3., 4. Woche. Vielen Dank euch alle miteinander und ich hoffe, unsere Zuschauer machen das, wann immer sie 2 Minuten Zeit haben. Sie werden sehen, mit der Übung stimulieren sie nicht nur Bauchmuskulatur, sondern auch den Darm. Wunderbar, vielen Dank. Dr. Weingart, lassen Sie uns noch mal zusammenfassen. Ja, wir hatten darüber gesprochen, dass andauernde, anhaltende Müdigkeit, Lustlosigkeit und Antriebsarmut daher kommen kann, dass der Dünndarm nicht optimal funktioniert. Dass er die Nahrung, die wir aufnehmen, nicht optimal zerlegen und verwerten kann. Ja? Und dadurch eine andauernde Unterfunktion, eine Müdigkeit, eine Antriebslosigkeit sich einschleicht im Leben. Genau so ist es. Wir müssen einfach verstehen, Körper und Geist können eigentlich nur perfekt funktionieren, wenn auch das Verdauungssystem die perfekten Substanzen liefert. Jedoch, selbst wenn jetzt der Dünndarm perfekt funktionieren würde, was ja bei nur 20% der Menschen der Fall ist, müssen wir konzentriert auf die Ernährung achten. Also wir müssen schauen, dass wir das Wertvollste und das Beste uns zuführen, das Inhaltsvollste. Und steht doch jeden Tag, tagtäglich alles an Nahrung zur Verfügung. Wo ist da das Problem? Können Sie das erläutern? Ja, also wir denken natürlich, dass wenn wir jetzt so einen Fruchtteller vor uns sehen, dass da alles drin ist. Aber leider haben die meisten Früchte gar nicht mehr reif werden dürfen. Die werden viel zu früh geerntet, die werden dann gebleicht und dass sie gelagert werden können und dass sie ewig lang im Regal so halbtot drin liegen. Und es gibt eben wissenschaftliche Analysen, die sagen, 90% der Nährstoffe fehlen. 90%. Und wir nehmen dann eine Frucht oder Gemüse zu uns, denken, perfekte Ernährung. Und im Grunde genommen ist vielleicht noch 10% von dem drin, was früher mal drin war. Und das würde heißen, dass langfristig trotz einer anscheinend optimalen Ernährung Mangelerscheinungen eintreten würden? Absolut. Das sehen wir. Bei vielen Menschen treten Mangelerscheinungen ein. Bei den Vitaminen C, E, bei den B-Vitaminen. Und ein Beispiel zum Beispiel, wenn jetzt B6, B12 und Folsäure einfach fehlen. Und da gibt es große Mangelerscheinungen, insbesondere bei Menschen über 50, 60 Jahren. Dann nimmt die Gefäßalterung an Dynamik zu. Und hier kommt wieder das von Ihnen entwickelte Doc Weingart Elementar ins Spiel. Es entlastet den Dünndarm nicht nur, sondern versorgt ihn mit allen notwendigen Nähr- und Vitalstoffen. Richtig. Nur gesunde und naturbelassene Ernährung und regelmäßige Bewegung kann Doc Weingart Elementar natürlich nicht ersetzen. Aber es kann Ihnen eine Versorgungssicherheit geben und dem Körper das, was er braucht. Wir sind am Ende unserer Sendung mit Doc Weingart gesund und munter. Und ich sage danke, Doc. Ich sage auch Dankeschön. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren. Liebe Zuschauer, nächste Woche sehen wir uns wieder mit einer neuen Sendung, neuen Tipps und einer neuen Übung. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Doc Weingart Elementar. Die Kraft aus der Natur für nur 29,50 Euro. Doc Weingart schützt und stärkt und gibt's jetzt hier. www.docweingart.de oder gebührenfrei unter der Telefonnummer 0800
800 50 90.